Mein Name ist Maximilian Resch. Ich arbeite in FITZ in München in der Abteilung EDU1, die für die Showcard-Themen im Bereich User Experience und User Interface zuständig sind. Und mein letztes Projekt war der Mini Concept Placement. Ich glaube, die Mobilität ist gerade in einem Riesenwandel und wir Designer haben vielleicht mit als erstes die Chance, etwas zu verändern, Ideen, frische neue Ideen mit reinzubringen und dadurch den Wandel hin zu vielleicht einer vollen Elektromobilität oder einer ganz anderen alternativen Antriebsvariante mitzugestalten und in dem Fall vielleicht auch neue Ideen da direkt mit einfließen zu lassen. Mein letztes Projekt ist tatsächlich noch ganz frisch, das ist das Mini Concept Aceman. An dem Fahrzeug habe ich die Experiences gestaltet, in Form von den Projektionen auf dem Armaturenbrett, die Displaybespielung, die Projektion generell um das Fahrzeug und die Animation im Exterieur auch. Ein Projekt, in dem wir als Designer uns richtig austoben durften und die Kollegen der Technik auch richtig challengen konnten. Wir hatten super viel Freiheit, uns wurde sehr Vertrauen geschenkt und konnten uns so eben austoben. Für uns ist es von vornherein wichtig, dass wenn sich jemand in das Fahrzeug setzt, natürlich diesen Wow-Moment kreiert. Ja? Und es sind nicht manchmal immer diese logischen Sachen, sondern auch manchmal Sachen, die man in vornherein nicht erwartet, wo ich sage, ach Wahnsinn, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das größte Kompliment für meine Arbeit war, glaube ich, zu sehen, wie die Personen aus dem Fahrzeug raussteigen und einfach die Haltung der Person, beziehungsweise das Grinsen, das Lachen im Gesicht. Teilweise wollten Personen gar nicht mehr aussteigen, sondern wollten einfach weiter mit dem Fahrzeug interagieren, drin quasi spielen. Und ich glaube, das ist das Schönste, wenn man merkt, dass Leute in eine andere Welt einsteigen plötzlich und sich dem Fahrzeug auch öffnen. Was mich begeistert, ist, glaube ich, die Mobilität in der Gänze. Ich meine, ich habe die Chance, an Showcars mitzuarbeiten, Serienvorkommunikationsfahrzeugen. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Feld. Ich sehe Fahrzeuge, die erst in mehreren Jahren rauskommen. Ich glaube, als Kind hat mich begeistert, dass mein Vater auch diese Bindung zu diesen Fahrzeugen hat. Und dann wurde ich natürlich immer mitgenommen zu entweder Rennen oder durfte selber mitarbeiten am Fahrzeug selber. Mein Vater war Mechaniker, von dem her hatte ich da immer schon einen sehr nahen Kontakt zu den Fahrzeugen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dann Automobildesigner geworden bin. Ich glaube, dass Fahrzeug in 10 bis 20 Jahren wird noch individualisierter sein. Das Fahrzeug wird wirklich zu mir gehören im besten Falle. Ich glaube, auf lange Sicht wäre es schön, wenn wir eine große Differenzierung, eine Individualisierung auch in der Mobilität sehen. Nicht nur farbige Fahrzeuge, sondern auch Fahrzeuge, die nach außen kommunizieren, wer im Fahrzeug sitzt. We move body, heart and mind.